So, und damit, hallo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer Video von Dead Space. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und Bock habt. Jo, wir sind in der medizinischen Abteilung der Ishimura angekommen. Wir haben ja im letzten Video die Blockade über den Haufen geschossen, beziehungsweise gesprengt. Sinkt jetzt hier in der, auf der Medistation? Krankenstation. Wir haben dann hier die wunderbare Szene gesehen, wie sie den Typen aufgeschlitzt hat und sich dann selber die Kehle aufgeschnitten hat. Die hatte wohl leichte Paranoia, würde ich mal sagen. Jo, wir sind immer noch auf dem Weg zur Leichenhalle. Und da blinkt irgendwas. Achso. Um die Leiche des Captains zu untersuchen, beziehungsweise um uns dessen Rigs zu holen. Oder Rigs. Und ich muss sagen, Alter, das Spiel ist einfach scheißgut, ey. Ich würde sogar fast behaupten, bis jetzt, dass das sogar noch ein Ticken besser als das Original ist. Aber gut, ohne Dead Space als Vorlage wäre dieses Spiel nicht gut. Alter, was ist das? Was da, hä? Alles klar. Was auch immer das jetzt ausgelöst hat. Zeig dich, du. Ach doch. Wo ist er hin? Wollte doch nicht werden. So. Wo ist der dumme Vieh? So, wie viel Schuss habe ich noch? Also für die habe ich jetzt noch... Alter, ich habe jetzt nur 17. Ja, okay, und... Ich brauche unbedingt noch eine Werkbank, da kann ich dieses Upgrade anbringen. Ja, immer Vorsicht. Weil irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, dass mir so ein Scheißvieh aus dem Fahrstuhl ins Gesicht springt. Oder umgekehrt. Das. Ja, die Leichenhalle sieht Alter, Isaacs Herz. Mutiert. Sechs Schuss. Okay. Stasepaket. Ich glaube, da wird doch schon vier oder fünf Stück von. Zwei. Ja, nö. Thank you.
Da scheißt du, ihr rennt hier noch immer noch rum? Habe ich natürlich den guten genommen, wa? Ah, klar. Okay, das ist schon ziemlich gut gemacht gerade, ey. Isaac, wie ist dein Status? Hast du den Rig des Captains? Verdammt! Ich übermittle jetzt die Codes. Ich habe es gesehen, Hammond. Ein fliegendes Wesen verwandelte den Körper des Captains in eins von diesen Dingern. Dasselbe muss auch mit Chen passiert sein. Gott. Vielleicht finden die was im Hauptrechner. Wo ist Daniels, wenn man sie braucht? Geh zurück zum Sicherheitscheckpoint. Da ist es sicherer. Wenigstens kann ich deine Freigabe jetzt erweitern. Hackbutter, keine Station. Okay. Cool, Sicherheitsstufe 1. Sehr schön. Und ich brauche unbedingt... Willst du mich angreifen, du dummer Tisch? Und ich glaube, dem fehlt was. So ein bisschen was. Cool, sie hat schon eins. Freigabe bestätigt. Sehr schön. Ich wusste es. Isaac? Ich bin hier. Was ist denn hier los? Laut Computer sind die Shinuma-Triebwerke offline. Wir sinken in die Umlaufbahn Richtung Weges 7. Oh Gott. Ich muss zum Maschinenraum. Uns fehlt die Zeit. Die Monorail-Station ist offline. Schon wieder? Warte. Hier. Geh zurück zum Flugdeck. Ich leite dich von da aus. Laut Schadensbericht gibt es eine Abkürzung zum Maschinenraum. Wo bin ich denn jetzt hier? Wie komme ich da rein? Alter, was ist los, Mann? Hier wollte ich rein. Freigabe bestätigt. Hallo.
Sicherheitsfreigabe der Stufe 2 erforderlich. Okay, cool. Freigabe bestätigt. It's time, ja. Oh, come on. Freigabe bestätigt. Was ist mir eigentlich also nie passiert, Alter? Ach so, ha. Ja, jetzt war's. Da hab ich ja halt Ding in die Luft gejagt. Stopp, ja, das Ding brauche ich nicht, Alter. 10k auf keinen Fall. Wenn wir so ein Scheißding für 10.000 kaufen. Was zum Geier? Wieso hängst du fest? Kusch dich! Was war das? Ist so an. Nein. Ich habe das Gefühl, mich verfolgt irgendwas. Komme ich da jetzt hin? Hangar, Fracht, Monorail. Flugdeck, Monorail Steuerung. Gibt's hier kein Fenster? Nächster Halt, Flugdeck Monorail Steuerung. Zur Krankenstation? Bin ich hier schon durchgelaufen? Ja, hier bin ich durchgelaufen. Geil, Passwortkarte-Upgrade-Diagramm erweitert. Nice! Oh, ich hab 4 Stück. Kapazität. Nachladen. Stase da, Energie. SZ, Stase-Zone, keine Ahnung, das war. Pulsgewehr, Schaden. Nachladezeit, Kapazität. Nehme ich doch eher den. Dann kann ich hier noch Schaden nachladen. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, war ich hier schon mal? Na klar, war ich hier schon mal. Hier habe ich ja den Typen da gehauen, weil ich gedacht habe, da hinter den Pfeilen wäre irgendwas cooles, aber... Nope! Cool aus der Anzug, wa? Wo komme ich denn da rein? Badezimmer. Warte, war ich hier schon mal? In dem Teil? Wenn jetzt die Leiche liegt, dann ja. Okay.
Der hängt aber auch manchmal an Sachen fest, Alter. Wo ich mir denke, so, was ist denn los mit dir? Was ein hässlichen Mistviecher. Alter! Flugmorsch. Ja? Bin ich jetzt hier? Achso, bin ich wieder hier. Achso, da war die Zeichnung. Die Zeichnung, die Aufzeichnung. Wo soll ich denn hin, Alter? Geh zur Hangaranlage? Was soll ich denn da? Was soll ich denn hier? Und jetzt? Isaac, in diesem Schadensbericht steht, dass hinter den Hangartoren ein defekter Lastenaufzug ist. Ich öffne sie jetzt. Schwerelosigkeit aktiviert. Ah. Du brauchst eine Schubkiste, um dorthin zu kommen. Vom Aufzugsschacht müsstest du direkt in den Maschinenraum gelangen. Geil, Alter. Ich kann mich auch noch ein bisschen umsehen hier. Das ist richtig cool, wa? USG Ishimura. Reise muss ich hin. Wo ist er draußen? Ich höre ernst, oder? Ah, ich muss wirklich nach draußen. Okay, wir müssen mal eben hier ein bisschen umgucken. Was hier noch so gibt. Nicht mehr viel, oder? Da ist er. Geiler Shit, Alter. Nicht, dass ich jetzt...
Schwerelosigkeit deaktiviert. Glück gehabt, hat sich nochmal schön verpisst, Alter. Und Isaac wäre fast krepiert. Stufe 1. Freigabe bestätigt. We are not punished for our sins. Spiel ist echt scheiß gut, war richtig gut. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass es richtig scheiße ist. Was zum Henker ist das? Okay, Sex-Moment wird jetzt wieder. Ach, jetzt. Egal. Warnung. Orbitalposition beeinträchtigt. Kurs sofort korrigieren. Sind dabei. Was? Autopsie? Und da gibt's eine. Ich sehe dich im Kontrollraum. Wie sehen die Triebwerke aus? Das ergibt keinen Sinn. Hier sind wir. Ah. Der Treibstoff ist leer, die Zentrifuge ist offline. Wir hängen an 4 Billionen Tonnen Nutzlast. Ohne die Triebwerke zieht sie uns auf den Planeten hinunter. Schaffst du das auch allein? Sicher. Erst die Zentrifuge, dann der Treibstoff. Dann ein kompletter Neustart. Du musst aber unsere Umlaufbahn stabilisieren. Ich bin bereit. Na los, beeil dich, Isaac. Bin dabei. So, Anzug Level 3. Nö. Schade. Logbuch des Maschinenraums. Stellvertretender Chefingenieur Jacob Temple. Mann, ich kann immer noch nicht glauben, dass der Boss weg ist. Seit der Captain tot, das gerät hier alles durcheinander. Sie sind alle mit den Nerven am Ende. Wir dachten, die Aufstände wären schlimm. Bis diese Dinger durch die Lüftungsschächte kamen. Ihre Gesichter. Scheiße, das waren meine Tischnachbarn. Freunde von Liz, alte Bekannte. Und dann waren auf einmal die Triebwerke kaputt. Der Primärantrieb macht Probleme und wir verlieren Treibstoff. Und ihr habt keine Ahnung, warum. Danvers und ich gehen zum Treibstoffdepot, um das zu reparieren. Wir müssen das Team zusammenhalten, sonst geben sie auf. Sample Ende. Ripper? Jetzt schon der Ripper? Oha. Ich habe erst gedacht, dieses Strahlengewehr. Ich habe gedacht, der kommt früher, mal später. Sicherheitsanfrage abgerufen. Wir brauchen Hilfe im Maschinenraum! Das sind deine Zähne! Du gießt dich die Zähne! Halt dich fest! Verletzt der Sicherheitsdienst! Ah! Oh Gott! Er ist tot! Nein, er lebt. Aber er ist ziemlich hart auf das Becken aufgeschlagen. Seine eigenen Zähne! Boah, was passiert hier? Keine Ahnung. Wir brauchen den Sicherheitsdienst nicht mehr. Anderson muss auf die Krankenstation und er braucht einen Psychiater. Also wenn du als Mechaniker angegriffen wirst, ohne Sicherheitsdienst, dann hast du richtige Arschkarte gezogen. Wo geht denn das hier hin?
Alter. Okay. Die geht's mächtig runter, wa? Das sind die Triebwerke. Habe ich denn da gefunden? Ach, Sauerstoff. Achtung! Treibstoffreserven sind erschöpft. Haupttriebwerke sind offline. Hier bin ich schon. Alter. Habe ich viel später Nahrung. Da auch noch mal hin, oder? Brauchen wir dieses Strahlengewehr, ey. Nein! Wo bist du? Hä? Warum fährst du jetzt wieder zurück? Ich bin schon wieder richtig am Arsch, wa? Und nochmal. Machen wir's nochmal. Und nochmal hin. Weil es so schön war. Ist ja nicht so, dass ich hier gerne nicht gerne hinherfahre. Oh, die hauen aber richtig rein, das Leben lang. Was das angeht. Letztes Ventil fertig, Prof. Fortschrittsbericht Jacob Temple. Die Triebwerksprobleme sind keine Fehlfunktion. Jemand hat die Treibstoffleitungen zum Haupttriebwerk gekannt und die Ventile beschädigt. Wir haben gerade eine Stunde damit verschwendet, sie zu reparieren. Wir müssen die südliche Betankungsstation ins Betrieb nehmen, aber das Einkommen hat den Strom abgestellt und den Schutzschalter blockiert. Keine Triebwerke, wir stürzen bald auf den Planeten! Was geht? Es muss doch jemand sein, der eine Radkarte hat. Sieh nach, ob... Was ist denn das los?
Sorry. Gut, so Leute, ich würde sagen, dann bin ich mal hier passend Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei war, Bock drauf. Bin jetzt gerade genau passend an der Speicherstation. Das ist dann richtig gut entspannt passend. Jo, so, dann werden wir uns im nächsten Video in Richtung Zentrifuge und Triebwerke machen. Beziehungsweise sind wir ja mehr oder weniger schon. Damit wir diese ganze Kacke mal in den Griff kriegen, dass das Schiff nicht auf dem Planeten zimmert. Aber ich glaube, das wäre nicht so cool. Warte, macht das. Feierabend. Obwohl im Prinzip dann hätte man das ganze Problem mit den Necromaus auch nicht mehr. Oder mit den Viechern halt. Ob das dann so blöd wäre, weiß ich nicht. Nur halt die Crew, die drauf ist, die hat halt ein Problem. Weil ja auch keine Rettungskapsel mehr gibt. Weil Hammond ja ein Vieh, ich glaube, in die letzte Rettungskapsel gesperrt hat. Ja, ich glaube, das war nicht so schlau. Aber gut, ist ja nicht so, ne? Müssen wir halt irgendwie gucken, dass wir eine Rettungskapsel herzaubern. Oder wie die Ishimura-Stein. Gucken, bin gespannt, wie sie es hier regeln. Aber erstmal müssen wir hier. Boah, Alter. Isaac? Hammond. Daniels? Du hast es geschafft. Gott sei Dank. Nach der Nummer mit der Brücke dachten wir. Nein, zum Glück nicht. Ich habe mich im Computerkern verbarrikadiert. Ich kann sie hören, aber noch haben sie mich nicht bemerkt. Isaac, ich habe deinen Rig getrackt. Du bist im Maschinenraum, ja? Ich werde mir Adminrechte besorgen. Vielleicht kann ich helfen. Okay, cool. Das wird uns wahrscheinlich richtig helfen. Wenn sie Adminrechte hat, können sie unsere Stufe erhöhen. Aber gut, mal gucken. Jo, dann würde ich sagen, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid gerne beim nächsten Mal dabei. Vielleicht kann es mich sehr darauf freuen. Und dann wünsche ich euch jetzt auch wieder einen schönen Tag. Bis dahin und schön bitte.